Fußball 2000, heute mal ungewöhnliche Besetzung, der Praktis heute alleine. Und ja, jede Serie reißt irgendwann mal. Leider war es heute nicht so, dass die Auswärts-Sieglos-Serie von der Eintracht reißt, sondern die ungeschlagene Serie in dieser Saison ist jetzt hier in Wolfsburg gerissen. 2:0 verlieren wir hier. Ist ärgerlich. Ist ungefähr zweimal eigentlich dasselbe Gegentor gewesen, das 1:0. Trapp wehrt noch ab zur Seite und dann macht Jonas Wind das 1:0. Zweite Tor genauso. Jonas Wind macht den Elfer. Trapp wehrt noch ab. Nachschuss ist wieder drin, ist bitter und vor allem, wir hatten ja Chancen. Es war ja nicht so, dass wir jetzt hier aufgetreten sind und gar nichts hatten. Hätte Skiri am Anfang aus kurzer Distanz vielleicht irgendwie das Tor gemacht, da sieht es ganz anders aus. Nach dem 1:0, ich glaube, Mamouche war das, der eine Riesenaktion hatte, da muss man auch mal sagen, Castells hat auch einfach stark gehalten. Aber wenn so ein Ding mal reingeht, dann sieht es ja auch anders aus. Gut, was soll man sagen, Mario Götze hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit gelbe Karte bekommen, nicht wegen Meckern, sondern weil er sich vor den Ball beim Freistoß gestellt hat. Ja, weiß ich jetzt nicht, Mario. Weißt du selber, muss nicht sein. Jetzt ärgerlich, dass du gelb-rot bekommen hast, finde ich, ist unnötig. So hatten wir am Ende wirklich nicht mehr irgendeine Chance, irgendwie zurück ins Spiel zu kommen. Ist schade, finde ich ein bisschen ärgerlich. Moin, Meister. Ja, im Endeffekt, wir waren vorne, zwar bis zum 16er manchmal gefährlich, fand Shaibi ganz gut, wir hatten gute Ansätze, aber wirklich, außer die Chance von Mamouche, Skiri und ich glaube einmal Ebimbe, wo er nicht zum Abschluss kam, war da leider auch nicht zu viel. Wolfsburg hatte halt eben den Mann Jonas Wind, einen richtigen Stürmer, den wir jetzt leider nicht hatten. Ich glaube, Alario war auf der Bank. Wurde jetzt nicht gebracht, gut. Aber wie gesagt, das ärgerlich gelaufenes Spiel. Machen wir die Chancen, sieht es anders aus. Haben wir keine gelb-rote Karte. Machen wir hier vielleicht nochmal den Anschluss. Weißt du alles nicht im Endeffekt. Ist jetzt blöd gelaufen. Aber ich bin irgendwie, dass ich jetzt ein bisschen nach vorne gucke. Weißt du, hier in Wolfsburg ist eh immer blöd. Mag es ja auch nicht das Stadion, sage ich ehrlich. No front hier, die Wolfsburg-Fans. Aber hier Sweet Caroline am Ende zu spielen, dass man nichts mehr hört. Danke auch an meine Ohren. Ja, ich blicke jetzt voraus auf morgen. Da gibt es ja dasselbe Spiel nochmal. Da spielen dann die Frauen von Eintracht gegen Wolfsburg. Und ich hoffe, da sieht es ein bisschen anders aus. Da hoffe ich, dass wir zu Hause in Frankfurt mal ordentlich die Wolfsburger weghauen. Und dann sehen wir uns am Montag in der Folge wieder. Da sprechen wir da mit Basti und Phil nochmal über das Spiel heute. Und wir blicken auch voraus, weil Bundesliga war jetzt am Donnerstag, geht es schon wieder weiter in der Conference League in Griechenland. Und da sieht es auch dann schon wieder hoffentlich ganz anders aus. Wir sehen uns. Pam, pam, pam. Für mich hat es da eigentlich gezeigt, was der Fußball hauptsächlich ist, sehr, sehr anstrengend. Ich meine, jeder weiß, was da passiert. Es war ein unfassbares Spiel. Also von der ganzen Dramatik her unübertroffen, glaube ich. Für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, im Stadion zu sein und diese Emotionalität mitzubekommen. Weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich kann wenigstens schreien, ich kann was tun. Ich hatte schon überlegt, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Aber natürlich, da war ja noch dieses kleine Pokalfinale in Berlin.